Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zum heutigen Webinar FX Flat Einführung in den neuen Flat Trader Pro. Das ist jetzt das dritte Webinar zu der neuen Plattform. Wie immer können Sie jederzeit Fragen stellen. Besonders dieses Webinar heute ist wirklich für Sie gedacht. Das heißt, Sie haben heute die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen, was noch bei Ihnen offen ist. Noch unklare Details auf der Plattform, also nutzen Sie die Möglichkeit. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen vorbereitet. Es gab auch Teilnehmer, die vorab Fragen geschickt haben per E-Mail. Die können wir natürlich auch durchgehen. Und genau, danach werden Sie die Möglichkeit haben, entsprechend auch Ihre Fragen zu stellen. Da wir auch neue Teilnehmer dabei haben heute, werde ich nochmal zeigen auf der Webseite, wo man die Plattform findet. Dann sollten Sie natürlich wissen, wie ich heiße. Also mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Einige kennen mich doch aus den anderen Webinarreihen. Ansonsten bin ich jederzeit für Sie ja, als Ansprechpartner da, wenn Sie Fragen zu den Plattformen haben. Also bei uns auf der Webseite haben Sie die Möglichkeit, unter Software FlatTrader Pro GW sich die ersten Informationen dazu zu holen und dann natürlich hier die Möglichkeit, die Plattform herunterzuladen, falls Sie den Link nicht benutzt haben in der E-Mail, wenn Sie sich für ein Demo oder ein Live-Konto registriert haben oder die Software jetzt auf einem anderen Computer installieren wollen, haben Sie hier die Möglichkeit dazu. Und hier ist auch das erste Einführungsvideo. Das können Sie sich natürlich gerne nach diesem Webinar sich mal angucken. Das zweite Webinar, was wir Mittwoch hatten, ist bereits auch online. Das ist nämlich auch die erste Frage im Chat. Und zwar finden Sie generell alle aufgezeichnete Webinare unter Training und Videos. Und Sie sehen auch hier, gibt extra eine Rubrik für FlatTrader Pro. Klicken Sie da mal drauf und dann sehen Sie hier die zwei Webinare, was wir jetzt dazu schon hatten, letzte Woche und jetzt am Mittwoch. Und das heutige Webinar werden Sie dann natürlich auch hier finden. Und also nochmal Training-Videos. Entweder klicken Sie hier drauf auf FlatTrader Pro oder natürlich auf alle Videos, wenn Sie auch die anderen Aufzeichnungen von uns sehen möchten. Gut, dann wollen wir jetzt auch direkt beginnen mit der Plattform. Werde ich einmal umschalten. Dann wie immer ganz kurzes Feedback, ob man die Plattform sehen kann. Sehr gut. Okay, also ich werde die Fragen, wie gesagt, die schon vorab gesendet wurden, werde ich die erstmal durchgehen. Danach können Sie dann Ihre Fragen stellen. Selbstverständlich dann auch zu den Fragen von den anderen Teilnehmern. Wenn da noch irgendwas unklar ist, können Sie natürlich da auch die Fragen stellen. Nutzen Sie die Möglichkeit, denn das Webinar ist wirklich nur für Sie da. Okay. Es ging in der E-Mail nochmal um die Charteinstellung. Das war wohl noch nicht so ganz klar, wie man das Ganze dann entsprechend auch für die anderen Charts, die man danach öffnet, auch beibehalten kann. Das ist jetzt auch, dieser Chart ist auch noch vom Mittwoch. Das heißt, ich habe da schon ja mit Ihnen zusammen letztes Mal die Einstellung vorgenommen, aber die gehen wir jetzt nochmal ganz kurz durch und dann ging es konkret um die Frage der Trendlinie bzw. Einstellung der Trendlinie, wie man das auch entsprechend für alle anderen Charts übernehmen kann. So, dazu gehen Sie, wir haben es ja gesehen, also rechte Maustaste, Chart-Eigenschaften. Ich denke, das ist auch schon klar mittlerweile, haben wir jetzt sehr oft schon gemacht. Nichtsdestotrotz werden wir kurz wiederholen.
Also generell haben Sie hier natürlich die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Ja, also Anzeigen ausblenden ist so, was auch ein wichtiger Punkt ist. Da können Sie nämlich hier entscheiden, unter anderem, ob Quotenplatte, also das One-Click-Trading-Fenster zu sehen sein soll und Fadenkreuz und so weiter. Hoch-Tief-Zonen, da haben wir ja letztes Mal alle bereits deaktiviert. Es ist nämlich einfacher, die alle erstmal zu deaktivieren und dann, wenn man sie wirklich braucht, in der entsprechenden Zeiteinheit, dann einfach wieder anzuklicken. Dann kann ich auch kurz nochmal zeigen, wie man das macht. Ja, Labels, hier geht es hauptsächlich um die Erscheinung der dieser, ich habe es ja letztes Mal Informationswolke genannt, ist mir da kein besserer Begriff eingefallen. Aber ich denke doch ganz passend. Und Labels sollen nämlich das bedeuten, also wie das dann letztendlich aussehen soll und Linienstärke und so weiter. Unterschichten, da hatten wir nämlich die Möglichkeit, diese Informationswolke anzeigen zu lassen oder eben nicht. Na, für verschiedene Punkte hier können Sie dann entscheiden. Und die wichtigsten oder wonach am meisten gefragt wurde, war unter anderem Positionen und ausstehende Aufträge. Und da, wenn man halt in der Situation ist, dass man verschiedene Positionen im Markt drin hat, dass dann der Chart nicht überladen ist mit diesen ganzen Wolken. Und entsprechend auch für Indikatoren und Handelssysteme. Ja. So, Charttypen sollte auch klar sein, brauche ich nicht weiter darauf einzugehen. Wenn doch, dann, wie gesagt, stellen Sie ruhig Ihre Fragen dazu. Ansonsten hatten wir hier die Zeichenwerkzeuge. Fibonacci Retracement wird immer noch sehr oft gefragt, wie man das entsprechend einstellen kann. Und dann gehen Sie hier unter Zeichenwerkzeuge und dann Prozentsatz und dann auf Definieren. Dann eröffnet sich dieses Fenster. Sie sehen hier bereits, ich hatte letztes Mal schon eine kleine Änderung vorgenommen. Sie stellen hier alles ein, auch Ihre Fibonacci-Levels, so wie Sie das brauchen. Entsprechend auch die Farbe, Linienstärke und so weiter. Und speichern das, ja. So, dann hatten wir das alles hier gemacht. Wunderbar. Also so, wie wir das auch wirklich haben wollen. Auch für die Zukunft. Auf OK gedrückt. Haben den Chart angewendet. Und dann hat man einen neuen Chart geöffnet und die Einstellungen waren wieder weg. So. Was macht man da? Erst einmal speichern wir dann den kompletten Chart beziehungsweise auch die Einstellungen über Chartvorlage und dann Vorlage speichern als. Hatten wir gemacht letztes Mal und hier hatten wir als Webinar gespeichert. Soweit so gut. Das heißt, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, einen neuen Chart zu eröffnen und entsprechend dann mit der rechten Maustaste, Chartvorlage, Vorlage laden und dann Webinar. Okay? Wäre eine Möglichkeit. Wenn Sie aber sagen, Sie möchten diese Vorlage wirklich dann standardmäßig drin haben, ne? Vielleicht kennen das der eine oder andere Teilnehmer von MetaTrader zum Beispiel, dann kann man das ja auch so einstellen. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, da können Sie nämlich die Chartvorlagen verwalten, ne? Unter Chartvorlagen verwalten und entsprechend die Vorlage, die Sie gespeichert haben oder standardmäßig haben wollen, klicken Sie an und setzen das hier primär. Dann ist das nämlich auch für jeden weiteren Chart, den Sie öffnen, machen wir jetzt zum Beispiel, ist das dann entsprechend für Sie schon geladen. Okay? Das nochmal ganz kurze Wiederholung. So, jetzt konkret zu der Frage. Wir gehen hier unter Zeichenwerkzeuge und zeichnen zum Beispiel eine Trendlinie ein. Ja, ich jetzt willkürlich einfach. Und da war die Frage, wie man diese Start- und Endwerte beziehungsweise auch alle anderen Informationen dann entsprechend entfernen kann. Das können Sie indem Sie die Trendlinie markieren mit der linken Maustaste, dann rechte Maustaste auf Eigenschaften
Und dann haben Sie hier wieder unter dem Stichwort Labels die Möglichkeit, das entsprechend auszublenden. Okay? So. Ne? Alles, was Sie nicht brauchen. Und ja, haben Sie natürlich noch weitere Möglichkeiten. Auch das war die Frage, wie man entsprechend auch die Stärke ändern kann und die Farbe. Also rechte anklicken, dann sehen Sie hier, dass die Trendlinie markiert ist. Rechte Maustaste, Eigenschaften und dann können Sie das entsprechend einstellen. So. Und auch hier würde man dann hin, ich lösche das jetzt. Auch hier würde man dann hingehen. Jetzt hat man die Einstellung vorgenommen. Und wenn man das halt auch für die Zukunft beibehalten möchte, dann brauchen Sie das entsprechend nur zu speichern. In dem Fall aber müssen Sie nicht nochmal eine neue Vorlage erstellen, also Vorlage speichern als, sondern Sie können ja einfach hingehen und auf Speichern klicken, übernehmen. Also hier wird auch nochmal gefragt, wollen Sie das wirklich dann überschreiben letztendlich? Und dann, wenn Sie das möchten, dann übernehmen. Und dann ist das entsprechend auch für die anderen Charts, die Sie öffnen, dann mit eingestellt. Ja, genau. Ich wollte vorhin noch zeigen, wie Sie dann, falls Sie die Hoch- und Tiefzone nochmal brauchen, wo Sie das finden. Und zwar auch unter Ansicht. Und nicht nur die Hoch- und Tiefzonen können Sie dann hier ganz einfach wieder einblenden lassen, sondern auch die, ja, in den Einstellungen hieß es Schichten. Hier heißt es Chartstufen. Ja, Sie sehen alles, wo ein Haken dran ist, wird auch angezeigt. Und wir hatten ja letztes Mal für die Position entsprechend raus wieder deaktiviert und auch hier die Indikatorenlabels. Wie gesagt, unter Schichten oder Chartstufen sind eben diese Informationswolken gemeint. Ne? Okay. Dann die nächste Frage, beziehungsweise hier ist eine Frage noch im Chat. Gefragt wurde, wie kann man den Abstand zwischen den Kerzen verändern? Tatsächlich haben Sie im Moment noch nicht die Möglichkeit, diesen Abstand zu definieren. Was Sie machen könnten, ist halt entsprechend ein bisschen rauszuzoomen und reinzuzoomen. Und dann kommen wir auch direkt, ist eigentlich eine gute Frage gewesen, weil es eine gute Überleitung zu der nächsten Frage, und zwar, was hier mit Skala gemeint ist. Wir haben hier entsprechend die Möglichkeit, den Chart ja zu strecken oder eben zuziehen und das Gleiche natürlich auch mit der Y-Achse zu machen. Und ich hoffe, damit ist auch die Frage dann beantwortet, denn letztendlich macht das hier diese Funktion nicht. Das bedeutet, Sie sehen, ist nicht die Entfernung ist halt zwischen den Kerzen ist etwas virtuell verändert, aber ich sage mal, man nimmt es anders wahr. Ne? Sie sehen das ja, aber letztendlich bleibt natürlich die gleiche Entfernung. Also diese Option ist noch nicht integriert. Und ja, dann haben Sie hier die Möglichkeit, das entsprechend so einzustellen, wie Sie das brauchen. Und dann, wenn Sie sagen, nee, das passt mir alles nicht, dann können Sie das entsprechend hier wieder auf die Standardeinstellung wieder zurückändern. Ja? Beziehungsweise zurücksetzen. Also, wie gesagt, probieren Sie es aus, verändern Sie es so, wie Sie es brauchen und dann. Falls es nichts geworden ist oder Sie sagen noch, nö, jetzt brauche ich das nicht mehr, dann entsprechend unter Skala dann hier zurücksetzen. Nicht wundern, dass hier ja, der Chart nicht weitergeht, denn das ist ja der Tages-CFD. Und da kommen wir auch zu der nächsten Frage. Und zwar hatten dann einige. Das ist hier die Zoom-Funktion. So, die habe ich jetzt aus Versehen gemacht, aber machen wir wieder rückgängig. Und dann komme ich auch zu der nächsten Frage.
Und zwar, wie kann man den Chart ja bewegen, also nach oben, nach unten ganz frei, wie Sie das vielleicht aus dem alten FlatTrader kennen. Und vielleicht haben Sie das gesehen, und zwar machen Sie das hier Instrumentauswahl unter Zeichenwerkzeuge. Und dann, wenn Sie mit der linken Maus gedrückt halten, dann können Sie das so verschieben, wie Sie das gerne haben möchten. Ja. Das wurde auch gefragt. Und hier der Dow Jones, der klettert gerade nach oben. Und wenn Sie die Ansicht entsprechend wieder auf Standard wieder einstellen wollen, dann wieder hier auf Skala und dann Auto-Zoom oder entsprechend die zwei zurücksetzen und Zoom rückgängig machen, wäre dann auch eine Option. Gut, dann eine weitere Frage. Und zwar hatten dann die Teilnehmer bzw. auch Kunden verschiedene Preise immer gesehen. Beachten Sie bitte, dass Sie hier die Möglichkeit haben, entsprechend den Preis, den der Chart anzeigen soll, ändern können. Ja, also Sie haben hier standardmäßig ist Mitte eingestellt und Sie könnten dann, wie Sie es vielleicht von früher kennen oder standardmäßig von Trading-Plattformen auf Bit-Preis wieder umstellen. Also schauen Sie, dass Sie einfach hier die richtigen oder den richtigen Preis angeklickt haben, was Sie dann letztendlich auch gerne im Chart sehen möchten. So, dann sind noch ein paar Fragen im Chat. Also die Eröffnung, Schluss, Hoch- und Tiefkurse eine Kerze anzeigen zu lassen? Genau, das hatte ich letztes Mal auch im Webinar gezeigt, also vom Mittwoch. Gerne wiederhole ich das. Und wenn Sie ein bisschen links schauen, dann habe ich das sogar noch drin. Und zwar hier Dateninspektion. Ja, und ich hatte das, diese Anordnung hatte ich letztes Mal so gemacht, weil da war ein Wunsch gewesen, einfach eine Idee zu, ob ich nicht eine Idee hätte, wie man die Plattform, sag mal, ja, vernünftig auch aufbauen könnte. Aber das liegt natürlich bei Ihnen. Jeder hat da einen anderen Fokus. Und das war jetzt eine Idee von mir, wie Sie die wichtigsten Sachen anordnen können. Und unter anderem hier auch Dateninspektion, wo Sie letztendlich, wenn Sie mit der Maus über die Kerze gehen, entsprechend dann auch die Daten dann längst sehen können. Und Sie finden jedes Mal, vergesse ich das, wo ich den nochmal finde. So, jetzt hier aber. Technische Analyse finden Sie das, Dateninspektion, ne? Wenn Sie das noch nicht drin haben im Chat, im Chart oder in der Plattform, dann können Sie da aufrufen. Ich kann das kurz mal schließen, denn da kann ich dann auch nochmal zeigen, wie man entsprechend diese Fenster oder diese Module anordnen kann. Da komme ich nämlich zu der nächsten Frage. Da wurde auch nochmal gewünscht, dass ich das zeige. Und zwar, hier haben wir jetzt geöffnet und dann sieht man ja diese Möglichkeit, diese Andockpunkte werden hier vorgeschlagen. Und wenn Sie schon bereits mehrere Fenster im Chart drin haben, dann können Sie das jeweils für das jeweilige Fenster entsprechend anordnen. Oder wenn Sie etwas weiter links und rechts gucken, dann haben Sie auch hier für die gesamte Plattform die Andockpunkte. Und dann können Sie ja entscheiden, wie Sie das gerne haben möchten. Und ich hatte das hier unten angeordnet und entsprechend dann so verkleinert, dass ich dann alles im Blick habe. Okay? Gut, dann zu der nächsten Frage im Chat. Eröffnungsschlusskurse hatte ich genannt. Dann kann man vier Charts auf die Plattform andocken als Rechteck. Ja, sicher, Sie könnten das jetzt hier machen. Ich kann das gerne jetzt mal machen. Und zwar, nee, was hatten wir da? Ist auch egal. Also, letztendlich machen Sie das genauso, wie ich das auch gerade gemacht habe. Sie öffnen einfach die Charts, die Sie benötigen. Und dann können Sie hier entsprechend anordnen, ja. Könnten zum Beispiel hier oben machen
Und dann noch ein. Nehmen wir einfach hier einen Eurostoxx oder einen US-S&P. Ist eigentlich auch egal. Und dann hier. Und dann nochmal den DAX. So, dann haben Sie 4 Stück drin. Jetzt kommt oft dann auch dazu die Frage, kann man die Charts denn alle verknüpfen miteinander? Beziehungsweise, ob man die auch mit der Watchlist verknüpfen kann. Na, das kennen Sie ja noch vom alten Webtrader. Zurzeit ist das noch nicht möglich. Aber im Webtrader kann man die Charts tatsächlich dann verknüpfen miteinander, aber nicht mit der Watchliste, aber zumindest die Charts, wenn man mehrere drin hat, kann man dann auch die Charts dann entsprechend einstellen. Den Webtrader werden wir auch natürlich, ich glaube im nächsten Webinar werden wir dann den Webtrader ja, zeigen und dann können Sie dazu auch die Fragen stellen. Okay, ja, wenn Sie natürlich jetzt den Charts Anordnung gemacht haben, dann nützt natürlich nichts, hier die Chartvorlage zu speichern, weil das bezieht sich ja natürlich hier auf den Chart. So, Sie haben ja letztendlich hier den kompletten Desktop-Arbeitsbereich geändert und eben diese Einstellung nicht zu verlieren, haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen hier unter Umgebung Optionen und hier Desktop-Arbeitsbereich. Und dann hatten wir auch, glaube ich, letztes Mal besprochen, aber trotzdem eine gute Frage. Können Sie hier einstellen die Autospeicherung? Ja? Nach wie vielen Minuten soll entsprechend hier der Arbeitsbereich für Sie gespeichert werden? Hat seine Vor- und Nachteile. Wenn Sie da, Sie haben einen Vorteil ist, wenn Sie es vergessen und haben was Wichtiges eingestellt, und machen die Plattform zu und je nachdem, was wie viele Minuten Sie eingestellt haben, ist die Einstellung nicht verloren. Ja? Andererseits, wenn Sie dann noch ein bisschen rumprobieren und wollen das gar nicht speichern und schließen dann die Plattform, weil Sie das auch nicht speichern wollen, Sie haben ja nur ein bisschen ausprobiert, dann wird aber je nachdem, wie viele Minuten Sie eingestellt haben, trotzdem für Sie gespeichert. Dann müssen Sie wieder da die Einstellung wieder rückgängig machen. Kostet natürlich Zeit und Arbeit. Also deswegen nur so einstellen, wenn Sie das wirklich benötigen. Ansonsten ja, geben Sie einfach eine höhere Zahl ein. Die zweite Möglichkeit wäre unter Ansicht Desktop-Arbeitsbereich jetzt direkt schon zu speichern. Ja? In dem Fall ist das, habe ich ja letztes Mal schon für Sie erstellt. Und wir haben jetzt die 4 Charts hinzugefügt und das speichern wir jetzt. Und somit ist das jetzt, diese Einstellung kann nicht mehr verloren gehen. Und wenn Sie, um das mit dem verknüpften Charts ja, als Zwischenlösung zu nehmen, wenn Sie dann entsprechend schnell die Produkte bzw. Charts ändern wollen, dann müssen Sie nicht jedes Mal hier einen neuen Chart öffnen, sondern könnten zum Beispiel hier aus der Marktsuche oder aus der Watchlist einfach das Produkt anklicken, mit der linken Maustaste nach rechts ziehen, beziehungsweise in den Chart reinziehen und dann wird das für Sie entsprechend geladen. Ne? Dann könnten Sie hier entsprechend die Zeiteinheiten ändern. Ja, also hat jetzt hier nichts zu bedeuten. Ich mache das jetzt einfach nur willkürlich. Das wäre, ich sage jetzt mal, eine Zwischenlösung und die einfachste Lösung, bis die Funktion drin ist. Vergessen Sie auch nicht, damit Sie sich nicht wundern, warum Sie unterschiedliche Preise angezeigt haben oder angezeigt bekommen, dann entsprechend hier auch den Preis zu ändern. Ja? So. Da ist meine Maus. Sehr gut. Okay, dazu eine Frage. Na, dann können Sie jetzt natürlich wieder speichern und dann entsprechend fürs nächste Mal anwenden. Doch, sind ja jetzt noch ein paar Fragen gekommen.
Ich versuche die jetzt natürlich alle zu bearbeiten. Kann man vier Charts auf die Platte und als Rechteck? Okay, haben wir jetzt geklärt. Anfangshoch, Schluss und Tiefskurs können nicht im Chart angezeigt werden. Nein, also dass Sie hier letztendlich zum Beispiel mit dem Fadenkreuz hingehen und dann draufklicken, dann würden Sie hier eine Anzeige bekommen, tatsächlich hier über Dateninspektion. Ne? Sind die dann gespeichert und bleiben immer so? Genau, also so wie ich es gerade gezeigt habe, ne, mit den zwei Optionen, einmal über Autospeicherung oder eben Ansicht Desktop-Bereich speichern. Ja. Dann, wie kann ich die Zeitachse nur für einen bestimmten Zeitbereich, zum Beispiel zwischen 8 und 16 Uhr, einstellen? Das geht leider noch nicht. Okay? Also man konnte ja im alten FlatTrader sogenannten Arbeitsstunden, glaube ich, hieß das, einstellen. Diese Funktion ist noch nicht mit übernommen worden. Okay? Wie weit kann ich zum Beispiel im 2-Minuten-Chart zurückschauen? Puh, das weiß ich ehrlich gesagt so nicht. Dann schauen wir einfach mal. Okay, das ist jetzt, ich denke mal, die meisten schauen dann auch in den DAX rein. Ich mache jetzt hier auch etwas einen größeren Chart. Falls die Frage aufkommt, warum ich jetzt, obwohl ich den Chart hier drin habe, nochmal extra einen neuen Chart aufgemacht habe. Ich kann natürlich, kann ich jetzt auch gerne machen, ich kann natürlich diesen Chart hier rausnehmen und zwar mit Doppelklick. Dann ist er raus, ja, und auch direkt im Vollbildmodus. Dann ist er aber allerdings hier weg. Und auch das ist eigentlich kein Problem, dann kann ich ja wieder hier andocken. Nur, da mache ich lieber hier zwei Klicks anstatt 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und mache einfach hier ganz kurz einen neuen Chart, wenn ich da etwas größeres Chartbild brauche und dann kann ich den einfach entsprechend wieder schließen und habe meine Anordnung da entsprechend nicht verändert. Okay? Dann in den 2 Minuten. Dann schauen wir mal. Das ist hier Nachtkurse. Ja, 2 Minuten scheint wohl 2 Tage zu sein. 3.22. Ja. Also da haben wir jetzt auch leider keine Einstellmöglichkeiten. Wir werden das entsprechend weitergeben, ob man da für die Produkte auch in den tieferen Zeiteinheiten mehr Datenhistorie zur Verfügung stellen kann. Ja, also ist jetzt nicht so wie bei anderen Plattformen, MetaTrader zum Beispiel, wo man das durchaus anders lösen kann. Aber hier können wir das soweit nur weitergeben und den Wunsch äußern, entsprechend auch in den kleineren Zeiteinheiten mehr Datenhistorie zur Verfügung zu haben. Okay, nächste Frage. Teste gerade bei mir gehen jetzt die Andockfalle nicht auf. Beim ersten ging es hier. Jetzt kommt das. Letztendlich ist es wirklich, Sie brauchen nur, Sie klicken hier auf der obere Leiste im Fenster und gehen einfach wirklich über das Chart, beziehungsweise nicht nur Chartfenster, sondern generell über diese Module. Und dann sollte das eigentlich direkt aufzeigen. Sie sehen, ich halte das hier fest und dann kommt, wenn meine Maus nicht springt, jetzt ist hier wieder anderen Monitor so und ich, wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann habe ich direkt hier die Optionen entsprechend anzudocken. Ne? Also da brauche ich gar nicht so viel machen oder einen speziellen Punkt aussuchen, sondern kann das tatsächlich einfach hier über das Fenster, über die Module und dann taucht das auch schon auf. Okay. Suche WTI und auch Brent als Mini-CFD. Ja, unter Filter, dann Rohstoffe und dann können Sie meinetwegen auch alle Rohstoffe anklicken auf Suche
Oder sie geben UK Crude Oil und US Crude Oil und dann finden sie das hier in der Suche, in der Suchmaske. Und wir könnten das jetzt alphabetisch anordnen und dann finden Sie hier die Produkte. Ja. Achten Sie darauf, dass, CFDs auf Futures sind. Das heißt, dass Sie entsprechend dann auch Ihre Position mit in den nächsten Kontrakt übernehmen. Nein, ne? Wie gesagt, nicht endlos. Sie sehen ja auch hier die Kontrakte, haben Sie hier einen Dezember-Kontrakt und auch jetzt bereits schon den Januar-Kontrakt. Okay? Also achten Sie darauf, dass Sie entsprechend dann die Kontrakte auch wechseln. Genau. Ja, also Sie sehen, ich brauche das hier gar nicht ändern. Unter Rohstoffe, dann alle Rohstoffe suchen. Ansonsten wissen Sie jetzt hier, nach welcher Bezeichnung Sie suchen müssen. Ja, ja, ich glaube, ich habe die gar nicht hier drin. Dann könnte ich nämlich direkt hier auch nochmal zeigen, wenn wir schon dabei sind, wie ich die jetzt überhaupt hier in die Watchliste reinkriege. Und zwar finden Sie hier diese Funktion, finden Sie hier die Funktion in die Watchliste hinzufügen und weil es auch da nochmal die Frage gibt, wenn Sie zum Beispiel jetzt hier Mini jetzt noch den Dezember-Kontrakt nehmen und wissen wollen, wie da der Spread ist, wann ist dieser Kontrakt überhaupt handelbar, wie viel ist denn ein Punkt wert und so weiter, klicken Sie hier auf das I, dann sollte bei Ihnen im Browser dann sich ein neues Fenster öffnen. Und dazu wechseln wir jetzt auch. Und dann finden Sie hier die ganzen Informationen, die Sie brauchen, auch wie viel Margin Sie hinterlegen müssen, entsprechend auch aufgebaut auf die Positionsgröße, die Sie dann haben, ja, die sogenannte Step Margin, die jetzt mit der neuen Plattform eingeführt wurde. Sie sehen die Mindestmenge und so weiter. Ja? Also hier sehen Sie auch die ganzen Informationen, wann Handelsunterbrechung ist. Und das gilt natürlich dann auch für alle Produkte. Ne? Also diese Informationsfunktion. Also finden Sie hier unter detaillierte Marktinformationen anzeigen, das kleine i draufdrücken, dann kriegen Sie alle Informationen, die Sie benötigen, auch hier für das Crude Oil. Und da haben Sie dann entsprechend alles, was Sie benötigen. Okay. Weitere Fragen? Nutzen Sie die Gelegenheit. Ansonsten habe ich noch ein paar Punkte auch, die vorab gefragt worden sind. Und zwar war das immer noch nicht ganz klar mit den Order-Typen beziehungsweise auch mit der Hedge-Funktion. Ja? Und da möchte ich Ihnen auch gerne nochmal zeigen. Wir nehmen jetzt hier den DAX. So, da ist der Tages-DAX. Wie gesagt, wenn Sie den vom Vortag drin haben und merken am nächsten Tag, der DAX bewegt sich nicht, schauen Sie, ob Sie den normalen DAX CFD nehmen oder den Tages-DAX und dann entsprechend müssen Sie natürlich mit dem neuen dann ersetzen. Können Sie einfach reinziehen in den Chart, so wie gerade gemacht und dann haben Sie das entsprechend. Okay. Zu den Order-Typen. Sie haben die Möglichkeit, hier direkt zu kaufen, verkaufen, wenn Sie den Handelsmodus auf One-Click haben.
Ansonsten haben Sie hier Auftragsanfragefenster, das heißt, wo nochmal die Bestätigung kommt und Sie dann weitere Möglichkeiten haben, entsprechend den Stop-Loss oder Take-Profit direkt mit anzugeben. Also im Prinzip, wenn Sie hier auf Auftrag drücken würden, dann würde dieses Fenster erstmal kommen. Und wenn ich direkt auf Kaufen oder Verkaufen gehe, dann wird die Order direkt ausgeführt. Ja, so, die Order ist drin. Sehen Sie hier, ich habe jetzt in Euro-Stocks gekauft, ist auch nicht schlimm. Aber nichts im Chart, ne? Also nicht wundern, wir haben ja diese Ansicht, wir haben ja die Ansicht nochmal geändert. Und zwar, dass diese Labels nicht angezeigt werden sollen. Und wenn ich das doch haben möchte, dann entsprechend hier unter Ansicht und Chartstufen, Positionen und dann ist das da drin. Wenn Sie die Charts, übrigens, wenn wir schon dabei sind, wenn Sie die Charts jetzt hier so angeordnet haben, dann sehen Sie, dass die Leiste natürlich entsprechend kürzer ist. Dann brauchen Sie nur hier auf diesen Pfeil zu klicken und dann entsprechend hier sind die weiteren Funktionen versteckt. Okay? Gut. Jetzt werde ich hingehen und einfach nochmal verkaufen. Ja? Market zum nächst handelbaren Kurs und dann ist die Position weg. Das heißt, Sie haben hier, wenn Sie One-Click-Trading anhaben und nicht über diesen Auftragsfenster gehen und Markttyp Markt auswählen, haben Sie Hedging nicht an. So, Sie könnten jetzt hingehen, entweder hier auf Auftrag klicken, dann auf Eingabe und dann müssen Sie Auftragshöhe auf Markt ändern und dann ist hier die Hedge-Funktion bei mir bereits aktiviert. Warum? Weil wir letztes Mal hier unter Umgebung, Optionen und Handel die Hedge-Funktion entsprechend global angemacht haben. Wie gesagt, bitte nicht verwechseln. Das bedeutet nicht, dass das für alle Auftragstypen eingestellt ist, sondern tatsächlich nur für Auftragstyp Markt. Okay? Dazu dann nochmal eine Erklärung zum Hedge-Modus. So, ja, speichere also den Desktop-Bereich speichern hier nochmal unter Ansicht, Desktop-Bereich und dann speichern als, wenn Sie einen komplett neuen Arbeitsbereich speichern wollen oder wenn Sie schon drin sind, so wie bei mir, dann einfach unter Speichern. Okay, so von meiner Seite aus habe ich jetzt alle Punkte nochmal bearbeitet, nochmal erklärt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze jetzt nochmal zu nutzen, mir Fragen zu stellen. Ansonsten schauen Sie sich die anderen zwei Webinare an. Zeige ich Ihnen gerne nochmal, wo Sie das finden. Und zwar unter Training. Ja, ich muss warten. Jetzt sollte der Bildschirm zu sehen sein. Unter Training und Videos. Sie finden dazu zu jeder Aufzeichnung finden Sie auch eine Timeline. So, da wird dann ganz genau dann aufgelistet, welche Themen besprochen wurden ab welche Minute. Na, dann können Sie direkt für dahin springen, was Sie dann interessiert. Und ich denke, da werden dann entsprechend sehr, sehr viele Fragen dann schon vorab beantwortet. Dann habe ich hier noch eine Frage im Chat. Freue ich mich immer über Interaktion. Kann man die Distanz bei kombinierten Orders voreinstellen? Ja, das steht auch schon auf der To-Do-Liste. Leider noch nicht. Ne? Sie hatten ja früher, konnten Sie beim Flat Trader einstellen, bei der Order entsprechend 20 Pips Stop-Loss und 40 Pips Take-Profit und so weiter voreinstellen. Wenn Sie dann die Order aufgegeben haben, dann war das bereits für Sie dann im Markt eingestellt. Im Moment müssen Sie das noch manuell angeben. Ne? Also Sie gehen hin unter Auftrag und dann müssen Sie entsprechend hier, können Sie nach Distanz entsprechend ändern oder eingeben oder den Preis. Okay, ja, also da müssen wir an der Stelle abbrechen.
Ich werde fürs nächste Webinar einen anderen Rechner wieder benutzen, meinen eigenen, wo ich auch weiß, dass alles funktioniert. Ich hatte soweit auch von meiner Seite aus alle Fragen beantwortet, auch im Chat. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann bitte einfach eine kurze E-Mail an uns schicken. Dann können wir die individuell nochmal besprechen. Ja? Ansonsten, wie gesagt, bitte die Fragen jetzt per E-Mail an Service schicken. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg für den heutigen Trading-Tag. Und passen Sie auf Ihre Position auf. Nächster Termin wird sein am Mittwoch. Und zwar der 28. Auch wieder 13 Uhr. Und da auch wieder mit dem funktionierenden Rechner. Und ansonsten bis dahin wünsche ich auch schon mal ein schönes Wochenende. Und falls wir uns heute nicht mehr hören oder lesen, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.